Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, irgendwas ist mit unserer Wartung 1. Weil angeblich haben wir nicht genug, beziehungsweise wir kriegen nicht genug. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenliegt, hängt, dass wir sozusagen einfach gerade so viel verbrauchen. Ich gebe dem ein bisschen Boost hinten drauf. Ob wir dann ein bisschen hoch hier kommen, ob sozusagen wir jetzt so viel verbrauchen, weil eigentlich reduzieren wir gerade Gebäude und alles Mögliche. Vielleicht ist irgendwas, was ich noch nicht so ganz check. Wir sind gerade hier dabei, ein neues Abgassystem einzubauen. Wir werden dafür jetzt erstmal den ersten Schornstein abreißen. Jetzt einfach eine Rohrleitung 3 dran setzen. Du gehst falsch herum. Kann ich was treffen? Nein, leider nicht. Das wäre noch cool gewesen, aber. Ja, gleich ein bisschen übertrieben. So. Dann den hier weg. Es muss jetzt alles relativ schnell gehen. Damit die Anlage weiterläuft. Und gleich pustet dann nicht nur noch der große Schornstein hier. Ich weiß bloß nicht, warum wir dich hauptsächlich oder so viel noch im Betrieb haben irgendwie. Priorität schon auf den, gut. Wir werden leider nicht auch das Raum entfernen müssen. Alles halt ein bisschen verwirrt wieder, aber wird schon. Dann sollten jetzt nicht die ganzen Gase hier lang gehen und sich hier drin sammeln anfangen. Und dasselbe müssen wir mit dem da drüben jetzt noch machen. So rum oder fahren wir so rum ran? Da habe ich so viel Rohre, dann nehme ich hier lieber den Weg. So. Wenn wir das Ganze nochmal umdrehen, weil so passt es ja sonst nicht. Und dann noch hinten noch einen dran. Aus einem bestimmten Grund. So. Passt perfekt, dann kann ich nicht das hier seitlich anstecken. Und dann läuft das jetzt hier drüber. Der Schornstein da drüben sollte jetzt relativ stark immer pusten, aber wir haben alles mal in 1 konsolidiert. Wird zwar nichts bringen, denke ich am Ende. Scheint so. Einen Punkt hat es gebracht, weil wir es komprimiert haben. Das ist krank. Nicht schon wieder.
Kippe leicht. Mein Problem ist gerade, ich bin gerade nicht so gut mit Handel. So, aber jetzt geht's sogar. Also Tanks gehen auch wieder voller, weil wir das Ganze ein bisschen, denke ich, organisiert jetzt haben. Wieder vor. So, und jetzt muss man nur schauen, was wir mit den Abgasen hier machen. Mit dem Abgas. Abgas. Schau mal. Ja, produziert wird es natürlich in hunderttausenden Städten. Aber wie kann ich die verarbeiten? Abgas und Wasser gemischt macht Niederdruck und Kohlendioxid. Na, jetzt trotzdem wieder das Kohlendioxid. Ist das dumm? Also ich kann was machen. Ich kann was machen, aber hab da wieder noch einen Nachteil, weil ich muss das Kohlendioxid dann verarbeiten. Und das Kohlendioxid kann ich höchstens in Brenngas umwandeln mit Wasserstoff. Oder eine Gasinjektion machen mit Meerwasser. Alles nicht so lustig. Warum fahren gleich drei gleichzeitig auftanken? Achso, wait, warum machen wir das überhaupt noch? Hier hätte ich rein theoretisch eine Brenngasausgabe, so by the way. Okay, jetzt lassen wir uns mal trotzdem überlegen. Und das, dann habe ich Kohlendioxid. Mit Kohlendioxid und Wasserstoff mache ich das und Wasserstoff produziere ich wiederum. Aus Wasser und einer Sauerstoffkombi. Die Frage ist halt, wie sehr sich das Ganze lohnt, was ich jetzt dann hier mache. Für die Anlage. Es ist halt ein separater Teil. Also so einfach eine Röhre hier rüberlegen ist halt jetzt nicht, ne? Haben wir zu viel Kaltstellen mal zur Abwechslung wieder? Ist aber was Schönes. Wir kontrollieren mal kurz unsere Kohlemine. Ne, die ist bummvoll. Und unsere Vorräte scheinen langsam zu steigen. Während unsere Produktion aber Volllast läuft, oder? Ach nee, du gehörst zu einem Teil, der gleich noch gar nicht angeschlossen ist, ne? Ja, doch, eigentlich schon. Aber die Masse, die wir haben, reicht anscheinend für die eine Seite. Bin erstaunt. Aber wie scheint, tun sie auch alle uns gleichzeitig zu arbeiten. Ich bin nur überlegen, ob ich die in verschiedene Stufen einteile. Problem ist, ich habe jetzt die rein theoretisch auch noch. Dann setze ich euch auf 14. Ihr seid jetzt nur noch ein Notfallgenerator aktuell. Obwohl ich ein sehr ausfallsicheres System gerade habe. Backups euch gerade noch zu haben, ist gleich gar nicht schlecht. Wenigstens im Backup. Gut, und dann stelle ich nicht euch einfach von hier nach da ein. 2, 3, 4, 5. Dann sind das nicht wirklich Zuschaltsysteme.
Das ist, glaube ich, dann gar nicht schlecht. Die pumpen sich dafür jetzt gerade sozusagen von der Energie voll, die sie speichern können. Und das ist ja jetzt sozusagen der Sinn dahinter. Die Energie, die wir... Er wird nie wirklich Energie produzieren. Vielleicht werden wir das nochmal umbauen, dass wir die zwei rausnehmen in dem Fall. Weil, oder einen rausnehmen. Weil im Grunde, der wird nie auf Leistung kommen, die er speichern kann. Dafür ist der hier zu Dauer-Use mit 100%. Die anderen können jetzt wiederum lagern und haben dann die Energie im Background. Also er ist hier zum Beispiel voll. Der saugt sich auch voll wie blöd. Und wenn was ist, springen die nacheinander an. Und das wäre jetzt so aktuell die Idee dahinter. Und zurück geht alles, was dann hier reingeht. In die Wasseranlage, die bummvoll ist, wie es ausschaut. Oder fast bummvoll ist. Sohlewasser, was wir aber auch hier wiederum zwischentanken. Aber es schaut gut aus mit der Anlage, finde ich. Schauen ganz gut aus. Stimmt. Wie soll ich hier Wasser abnehmen, wenn ich kein Wasser mehr erzeuge? Da war was. Wir werden das mal kurzerhand in ein anderes System umwandeln. Für die nächste Zeit wird das nämlich mit höherem Dampf betrieben. Ob wir hier noch einen Zwischenschalter dann einbauen, von dem wir dann sozusagen das überschüssige Wasser abzapfen können. Weil die Anlage ist ja aktuell bummvoll. Also immer am Limit. Okay, ich könnte rein theoretisch wahrscheinlich das auch einfach rüberleiten. Dann hier anschließen. Vielleicht wäre das sogar eine Idee. Weißt du was? Wir schalten hier die Fabriken jetzt ab. Fabriken aus. Es wird keine Kohle mehr gebraucht, es wird nichts mehr gebraucht. In dem Fall. Die Anlage steht jetzt offiziell still. Ich würde jetzt gerne hier nochmal. Ich weiß nicht, warum ich unbedingt diesen Abstand machen wollte. Also, das ist, ich hätte wahrscheinlich eins, zwei mehr Anlagen platzieren können dafür. Oder ich könnte auch noch. Ich müsste halt das Ganze nochmal umbauen. Habe ich da Lust zu? Ich sollte es machen, ne? Ich habe einen relativ vollen Wassertank. Schnell, 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 schnell.
Dann Wasseraufbereitung, thermische Anlage. Wir beginnen diesmal wirklich von da hinten. Glaube ich, ne? Oben war Wasser. Dann verbinden wir jetzt ganz einfach erstmal das ganze Wasser. Da will ich nicht falsch verbinden, ansonsten haben wir ein Problem. Schauen wir, wie viel Energie wir hier reinballern können. So, warte mal, wir haben hier mehr Wasser noch hier drüben. So, warte. Nein. Mehr Wasser. Interessanterweise passen die Anschlüsse ganz hinten zusammen. Rohrleitung 3 habe ich hier sogar teilweise. Am Ende habe ich Rohrleitung 3 verwendet. Das ist wieder so typisch ich, ne? So. Wir erhöhen jetzt den Durchsatz dramatisch von dem, den wir hier reden. Und gleichzeitig hätte ich hier gerne ein... Was ist das? Das ist ein Frischwassereingang, oder? Warum habe ich hier nicht das direkt angeschlossen? Ist doch ziemlich schlauer. Um zu sagen, das ist Prio und das ist Prio. So, jetzt kriegen die alle Zusätze. Ich mache hier mal aus, das ist super schön, das ist eingestellt. Oder in kürzester Zeit sollte hier Tonnen wieder an Sachen fließen. Natürlich ist der Tank jetzt geschrumpft von der Masse her, wie viel drin ist. Aber interessant ist ja trotzdem, wie viel kriegen wir hier zwischendurch durch. Aber ich gebe schon hier zu, wir müssen auf jeden Fall die Rohrleitung auf 3 erhöhen. Nicht wegen irgendeinem Tofu-Wabufu, sondern weil einfach wir dann die Masse reinkriegen, die wir durchführen. Dann sehen wir besser, ob wir wirklich alles verbrauchen, weil ich glaube teilweise, dass wir gar nicht alles verbrauchen. Schau mal, die hinten drehen sich gar nicht. Weil sie kein Wasser kriegen aktuell. Und das auch wieder. Ich muss jetzt mal eigentlich auf eine 3 erhöhen.
damit ich dann dementsprechend danach die Massen durchleiten kann. Wir tun halt im Grunde gerade so ein bisschen schauen, was wir anpassen müssen, damit diese Anlage noch besser funktioniert. Ich habe das ausgewählt gehabt. Ich wollte klicken. Dankeschön. Also bedeutet, hier sollten jetzt Tonnen an Wasser reingehen. Jetzt befüllen wir bis ganz hinten. Siehst du zwischendurch, wie es hinten stehen bleibt schon. Und damit sollte sich jetzt auch hoffentlich die Wassermenge, die wir hier produzieren, erhöhen. So, warum ist das Ganze nicht mehr erreichbar? Finde ich schon wieder eine Verarsche. Das glaube ich euch doch nicht. So, das ist alles wieder im grünen Bereich. Nehme ich euch das hier wieder weg. Wir scheinen von der Gesundheit sehr gut mittlerweile dabei zu sein. Also erstaunlich. Verschmutzung durch Fahrzeuge und Schiffe, ja okay. Wasserverschmutzung sind wir niedrig. Luftverschmutzung ist noch relativ hoch. Wir werden schauen, was wir machen können. Würde ich mal sagen. Der produziert Schwefel, den ich gleichzeitig wieder reinpumpen könnte, ne? So, okay, und gleichzeitig brauchen wir Wasserzugang. Problem ist, lustigerweise ist das Wasser jetzt mittlerweile sehr niedrig von der Menge her. Interesting. Interessant. Okay, ihr füttert beide, ne? Vielleicht machen wir es dann wieder wirklich so und sagen hier noch einen kleinen Flüssigkeitsspeicher extra. Nur für Wasser. Halb voll. Und ich muss jetzt leider wieder sagen, wir pumpen beides hier zurück rein, bis es weitergeht, und der Schwefel im Gegenzug wird dafür für ein cleveres, das ist nicht cleveres System, weil so kommen wir sonst nirgendwo ran. Wenn, dann muss ich hier wieder eine Brücke einbauen. Oder ich baue die hier an, so. So. So und so. Und dann haben wir natürlich... Oh, ich spiele schon wieder so lange. Wahnsinn. Wie die Zeit verrennt teilweise. Gut. Aber wir haben das jetzt eingestellt. Bedeutet, jetzt sollten unsere ganzen Abgase, die wir für unsere Anlage produzieren, die jetzt hier durchkommen, nach hier unten gehen und dann direkt verarbeitet werden. Uns ein bisschen Schwefel geben und der Rest wird hier reingepumpt. Und dadurch sollten wir hoffentlich noch ein bisschen die Luftverschmutzung über die Zeit verbessern können.
Aber das werden wir sehen. Wahrscheinlich sind wir bei minus 8 schon. Also ich glaube, es wird. Also ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann. Ciao.